Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 14. Das war von Freitag, gestern Freitag, dem 20.01. Habe ich nur Arme gemacht gestern, weil eigentlich wäre Brust dran gewesen, aber ja, ich habe es irgendwie, hatte noch so einen krassen Muskelkater von Mittwoch, deshalb habe ich es heute gemacht, am Samstag. Wie gesagt, das Armtraining ist von gestern. Angefangen mit, ich weiß nicht, wie nennt man die, Preacher Curls, Scott Curls, whatever. Bank Curls nenne ich sie jetzt einfach mal. Einarmig, 20 Kilo. 4 Sätze, ich habe jetzt 4x6 gemacht. Und nächstes Mal dann 4x7. Sobald ich auf 4x8 bin, wird das Gewicht erhöht. Und ja, es geht relativ gut zurzeit. Ja, natürlich, also 4 Sätze, jetzt Sekunden dazwischen Pause, waren so 45 Sekunden ungefähr. Danach ist noch ein Dropset gefolgt mit auf 15 Kilo. Da habe ich jeweils noch 2 Sätze pro Arm gemacht, also abwechselnd dann ohne Pause. Mir gefällt die Übung ziemlich gut, jedoch gehe ich nicht komplett in die Streckung bzw. Dehnung. Seht ihr hier jetzt gleich, wartet, hier, ich gehe nicht ganz runter, weil mir dann erstens der Ellbogen wehtut, zweitens der Trizeps, weil er in die Bank gedrückt wird und drittens finde ich die Bewegung irgendwie total sinnlos am Schluss, wenn man es ganz ausstreckt, weil die Spannung eben verloren geht und dann einfach nur noch die Spannung auf den Sehnen bzw. Gelenken ist, und das ist ja nicht der Sinn des Bodybuildings, weil ich versuche keine starken Gelenke aufzubauen, sondern Muskulatur und Kraft. Ja, war die erste Bizepsübung, jetzt die erste Trizepsübung ist enges Bankdrücken bzw. Engbankdrücken. 90 Kilo hier, die Stange wiegt nämlich nur 15 Kilo. 4x8 habe ich gemacht. Ich weiß nicht, ich gehe hier nicht komplett runter, bis die Brust berührt. Das sieht man jetzt glaube ich nicht, weil der Winkel ein bisschen blöd gewählt ist. Aber wie gesagt, ich gehe nicht ganz runter, weil dann eben der unterste Bereich aus der Brust gedrückt wird. Auch beim Engbankdrücken, also ihr könnt die Brust hier nie komplett ausschalten bei der Übung, weil es ist einfach auch eine Brustübung. Und deshalb habe ich es einfach versucht, wie gesagt, nicht ganz runter zu gehen, Spannung lassen. Nur aus dem Trizeps zu drücken, halt enger greifen natürlich. Bisschen weniger als schulterbreit greife ich. So ungefähr 20-30 cm sind die Daumen auseinander, 30 glaube ich sind es eher. Und ja, finde ich relativ geil, nächstes Mal auf 95 Kilo drauf. Danach habe ich noch einen Dropset gemacht mit 55, so viel wie es geht. Hier, zweite Bizepsübung. Kurzhantelcurls im Sitzen, auch hier 4 Sätze, Pause dazwischen. 30 bis 45 Sekunden, also halte ich relativ kurz. Raps, einfach so viel wie es geht, natürlich dann auch mit Schwung. Ihr seht hier, selbst da strecke ich die Arme nicht komplett durch. Ist einfach nicht Sinn der Sache. Ist zurzeit auch die hier meine Lieblings Bizepsübung, weil ja, 25 Kilo habe ich jetzt hier gehabt, ist relativ schwer, aber also es sieht relativ schwer aus, aber es ist gar nicht so schwer, deshalb werde ich jetzt nächste Mal auf 27,5 Kilo gehen und einfach schauen, wenn sie unsauberer werden sollten, beziehungsweise ich zu viel schwingen muss, dann lasse ich die Übung raus, oder gehe wie gesagt wieder auf 25 Kilo runter, aber ich finde es richtig geil, also danach auch wieder ein Dropset. In 2,5 Kilo Schritten bis auf die 2,5 Kilo runter. Und ja, hier zweite Trizepsübung, SZ drücken am Tau. Das ist jetzt der erste Satz, dachte ich mir. Ist er jedoch nicht, weil der nur mit 48 Kilo war. Und ist meiner Meinung nach zu wenig gewesen. Ich will ja hier keinen Marathon machen und 20 Reps raus haben, sondern so 8 bis 12 Wiederholungen. Ist hier das Ziel und da hätte ich halt einfach mehr geschafft. Ich glaube, das waren jetzt hier schon 13. Und da hätte ich einfach noch viel mehr machen, was heißt viel mehr machen können, da wäre schon noch so 7 gegangen. Deshalb dachte ich mir jetzt, hier seht ihr jetzt einen schwereren Satz mit 56 Kilo. Ja, geht dann nur in 8 Kilo Schritten, ist ein bisschen heavy. Und tut mir auch leid, dass es ein bisschen dunkel ist, aber irgendwie ist unser Gym, schaut aus wie so ein Folterkeller, in dem es total dunkel ist. Weiß nicht, wie so ein Bunker, aber trainieren kann man dort trotzdem geil. Und ja, auch hier 4 Sätze, Pause, 2 Außenzeiten, auch wieder zwischen 30 und 45 Sekunden. 56 Kilo lasse ich das nächste Mal, weil die dann doch schwer waren im vierten Satz. Dritte Bizepsübung schon. Kabelcurls, auch einarmig. Ich mache alles einarmig, weil eben mein linker Arm stärker und dicker ist als der rechte. Deshalb konzentriere ich mich jetzt erstmal so darauf, dass ich sie aufs gleiche Level bringe. Soweit es geht. Ich fange halt immer mit dem schwachen Arm an und mache dann mit dem starken Arm bzw. mit dem dicken Arm genauso viel wie mit dem davor. Auch hier 4 Sätze, Pausenzeiten wieder zwischen 30 und 45 Sekunden. Es waren jetzt 6 Platten, ich weiß nicht, was da eine Platte wiegt. 5 Kilo werden es mit Sicherheit nicht sein. Ich weiß es nicht, sagen wir 4,
3 bis 4 Kilo, keine Ahnung, Reps, so viel wie es gehen. Danach noch ein Dropset in immer eine Platte weg. Hier jetzt die dritte und letzte Trizepsübung und auch letzte Übung fürs Armtraining. Trizeps drücken mit dem Rope, das finde ich irgendwie richtig geil, nur ist unser Rope mega gefickt. Also es ist total kaputt und fällt bald auseinander, irgendwann haut es mir dann das, den Karabinerhaken ins Gesicht. Aber YOLO und ja, auch hier 4 Sätze. Gott, wie viel Gewicht war jetzt das? Glaube ich 32, auf jeden Fall gehe ich nächstes Mal auf 40 Kilo hoch, weil es schon relativ leicht in Anführungsstrichen war. Pausenzeiten wieder zwischen 30 und 45 Sekunden und ja, wenn ihr eine Ahnung habt oder wenn ihr macht, dass ich eine andere Übung machen soll, mal ausprobieren soll, lasst einen Kommentar da. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.